Am 17. und 18. Mai stand Oelsnitz ganz im Zeichen des Bahnhofsfestes. Das bunte Markttreiben hatte jeweils ab 10 Uhr geöffnet. Für groß und klein, jung und alt und natürlich auch für Eisenbahnliebhaber hatte es etwas zu bieten. Highlights waren dabei eine fahrende Feldbahn, die vom Sächsischen Eisenbahnmuseum in Chemnitz zur Verfügung und zur Schau gestellt wurde, und eine Draisine. Ebenso konnten auch zwei Dampf- und zwei Diesellokomotiven besichtigt werden, darunter auch die Citybahn. Für die kleinen Besucher war zum Beispiel ein Bungee-Trampolin aufgebaut. Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch ausreichend gesorgt. Die Feuerwehr Oelsnitz versorgte die hungrigen Mäuler mit Gulasch aus der Gulaschkanone. Dabei reichte aber auch die Bandbreite von erzgebirgischen über ungarischen bis hin zu französischen Spezialitäten. Und auch die ganz süßen Leckermäuschen waren bestens versorgt. Am Samstag, dem deutsch-tschechischen Tag, waren Vertreter aus Schadow, der Partnerstadt von Oelsnitz, mit dabei. Aus beiden Städten veranstalteten junge Musiker ein Bandfestival. Am Sonntag, dem Blasmusiktag, lockten die Original Andreas Berger oder auch die Oelsnitzer Blasmusikanten Zuschauer vor die Bühne. Aber leider bei niedrigen Wetterbedingungen, wobei es am Samstag eher trocken war. Aufgrund der Festaktivität war die Bahnhofstraße vom Freitag bis Montag früh gesperrt. Dabei waren die Umleitungen ausgeschildert. Das Fest entstand mit Unterstützung von Mitteln aus der Europäischen Gemeinschaft. Die Veranstalter waren mit der Besucheranzahl am Samstag sehr zufrieden. Jedoch haben sie sich am Sonntag mehr Besucher erwartet. Aber sie planen, dieses Fest im nächsten Jahr zu wiederholen.